Ciao, ja, hallo, ciao. Schön, dich schön, zu sehen. Schön, dass du da bist. Ich habe den Sinn des Lebens gefunden. Gut. Ich freue mich, heute mal bei dir kurz zu Hause vorbeischauen zu dürfen. Du hältst ja bei uns einen Vortrag in Zürich in der Reihe Mehr als Sternenstaub zur Frage Allein im All, die Suche nach außerirdischem Leben. Kannst du ein bisschen erzählen, worum es da geht bei diesem Vortrag von dir? Also ich arbeite ja in der Weltraumforschung, vor allem mit Kometen. Und was wir bei Kometen vor allem untersuchen, ist, wie viele präbiologische Moleküle es hat in Kometen. Und damit kommt natürlich sofort die Frage, wie ist das alles entstanden? Und vor allem auch die Frage, ob wir allein sind. Und darum beschäftige ich mich mit diesem Thema. Also man hat gefunden Vorstufen von Leben, wenn ich es richtig verstanden habe, sozusagen. Also organische Moleküle, abiologisch, also nicht lebendige. Aber fast Leben, oder? Aus denen nimmt man nach, kann schlussendlich Leben entstehen. Das ist im Weltraum verteilt, sozusagen. Das gibt es ohne Erde, ohne Sonne, ohne irgendetwas, das wissen wir heute. Okay, das werden wir hören. Und was noch in deinem Vortrag, worum geht es dann noch? Es geht um die Größe vom Weltall. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es auf einem anderen Planeten Leben gibt. Meine, heute kennen wir mehr als 5000 Planeten, nur 8 vom Sonnensystem. Mhm. Die Chance ist gross, aber auf der anderen Seite ist es gleichzeitig nicht sehr wahrscheinlich, dass es sehr entwickeltes Leben gibt, wie wir sind. Ich hatte ja das Glück, mal mit dir zusammen zu schaffen zu dürfen, an der Universität Bern, als du das Center for Space and Habitability geleitet hast. Das war, fand ich sehr mutig, dass du mich als Theologen angestellt hast damals. Wie bist du auf die Idee gekommen? Es ist klar, wenn man so Fragen will, beantworten will, woher kommen wir, das geht sehr schnell über in Philosophie und in Theologie. Mhm. Weil wir Naturwissenschaftler, wir können probieren, es wie zu erklären, aber wir können nicht erklären, warum. Und dann stoßen wir an Grenzen. Und das ist dann eigentlich das Gebiet der Theologen oder meinetwegen auch Philosophen. Und so sind wir darauf gekommen, dass man zusammenarbeiten muss. Weil wir gehen die gleichen Fragen an, im gleichen Gebiet, aber auf ganz andere Art und Weise. Ja, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich werde ein bisschen erzählen dann noch, nach deinem Vortrag, in einem Kurzvortrag, was der christliche Glaube zu der Frage sagt, was, wenn wir wirklich da draußen Leben finden, was würde das dann bedeuten? Das geht auf jeden Fall mit Naturwissenschaften überein, oder? Das ist kein Gegensatz, sondern eine Ergänzung von beiden. Und da freue ich mich drauf, das wird gut. Ich freue mich auch sehr auf deinen Vortrag.